Mein Name ist Benedikt Kern, ich bin 27 Jahre alt, studiere katholische Theologie und arbeite hier in Münster am Institut für Theologie und Politik. Und das ist einer meiner Hauptarbeitsbereiche, das Thema Flucht-Migration und zum anderen das Thema Kirchenasyl. Ich habe hier im vergangenen Sommer mit anderen zusammen das Netzwerk Kirchenasyl in Münster gegründet und ich bin aktiv im Bündnis gegen Abschiebungen. Herr Kern, unter den mutmaßlichen Tätern von den Gewaltausschreitungen am Kölner Hauptbahnhof in der Silvesternacht sind auch Flüchtlinge im Asylverfahren. Die Bundesregierung plant nun schnellere Abschiebungen von straffälligen Asylbewerbern. Was halten Sie davon? Ist das die Lösung? Also erstmal ist es so, dass normalerweise im deutschen Strafrecht es immer darum geht, dass man Resozialisierungsmöglichkeiten schafft für Menschen, die straffällig geworden sind. Warum jetzt für Menschen, die hierher gekommen sind, um Asyl hier zu bekommen, das auf einmal nicht gilt, also es nicht um Resozialisierung geht, sondern um letztlich eine Verlagerung der Schuld, also dass jemand abgeschoben wird als Bestrafungsmaßnahme, steht in keinem Verhältnis zu dem, was sonst eigentlich unsere Vorstellung von Recht ist. Also das heißt, dass Menschen eine Chance bekommen, dass wir grundsätzlich mal davon ausgehen, dass sie nicht dauerhaft Täter oder Täterin bleiben. Und insofern finde ich, ist die Diskussion jetzt gerade um verschärfte Abschiebungen letztlich eine Idee, also es ist eine Frage von, was trauen wir eigentlich unserem Rechtssystem zu? Und andersrum könnte man die Frage stellen, muss man dann biodeutsche Straftäter auch irgendwo anders hinschicken? Im Fall der Kölner Ausschreitung wird besonders auf die Fälle sexualisierter Gewalt geschaut. Da wird oft gesagt, ausschlaggebend dafür waren oder ist das andere Frauenbild, was die Menschen in ihren Herkunftsländern haben und hier jetzt mitbringen. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich in Ihrer Arbeit mit Flüchtlingen gemacht? Aus meiner Erfahrung ist mit Geflüchteten, die hierher kommen, in den meisten Fällen ist so, dass sie sehr wohl bereit sind, ihre eigenen Überzeugungen zu hinterfragen oder wo sie auch sehen, dass sie hier anecken, vielleicht an manchen Stellen. Auf der anderen Seite sind sie aber eben auch Teil oder werden Teil hier einer Gesellschaft, in der Sexismus und Rassismus eine Rolle spielen. Insofern können sich dadurch bestimmte Frauenbilder zum Beispiel auch wieder verfestigen und weiter reproduzieren. Deswegen finde ich, ist eine Pauschalisierung zu sagen, dass der Exot aus dem Orient, der andere, der hypersexualisiert in diese Gesellschaft kommt und sich hier an weißen biodeutschen Frauen vergreift, dass der das große Problem ist. Natürlich ist das ein Problem, ich will damit die Täter nicht in Schutz nehmen. Aber auf der anderen Seite finde ich, ist die Frage damit zu kurz gegriffen, wenn wir nur darauf schauen, was ist die Herkunft von Tätern und mit welchen Kulturen hängt das zusammen. Inwiefern wäre das Eingeständnis, dass halt genau dieser andere Umgang mit Frauen in den Herkunftsländern eine Rolle bei den Übergriffen gespielt hat, gleichzeitig auch ein Eingeständnis, dass die Integration dieser Menschen in Deutschland gescheitert ist? Und wie bewerten Sie im Allgemeinen die Anstrengung der Integration von Flüchtlingen? Also im Thema Integration bin ich sehr zwiegespalten. Also zum einen haben wir in Deutschland eine sehr in die breite gesellschaftliche Mitte reingehende Willkommenskultur, also wo es darum geht, Menschen hier eine Möglichkeit zu bieten, dass sie hier ankommen können, dass sie tatsächlich die Möglichkeit haben, Teil dieser Gesellschaft zu werden. Und auf der anderen Seite merken wir rassistische Hetze, wir sehen brennende Flüchtlingsunterkünfte, wir haben verstärkt rechte Mobilisierungen auf den Straßen. Und von jemandem zu verlangen, sich in eine solche Gesellschaft hinein zu integrieren, ist erstmal ziemlich schwierig. Also wenn ich mir vorstelle, hier anzukommen in eine doch mittlerweile ziemlich polarisierte Situation, und darin meinen Platz zu finden, das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Also das ist das Grundproblem der gesellschaftlichen Verhältnisse und Bedingungen, die wir haben. Und zum Zweiten kann Integration natürlich nie bedeuten, dass sich jemand hier assimiliert und alle seine Identitäten aufgibt, sondern die Frage ist ja tatsächlich, wie kann jemand an dem Ort, an dem er lebt, in der Gesellschaft, in der er ist oder sie,
partizipieren zu können. Das heißt, selbstbestimmt leben zu können. Das heißt, die materiellen Mittel zu haben, die einem ein Leben hier ermöglichen. Und da sehe ich die Schwierigkeit, dass gerade die Asylgesetzgebung, die im Jahr 2015 immer restriktiver geworden ist, durch die ganz massiven Verschärfungen, eben das genau unmöglich bis eben sehr, sehr schwierig macht, weil Menschen eben nicht die Möglichkeit bekommen, entsprechend hier teilhaben zu können, weil sie immer härtere und schärfere Auflagen bekommen. Mhm. Die Forderungen sind jetzt nach den Übergriffen in Köln sehr groß, geht in viele Richtungen. Und was ist das Ihrer Meinung nach? Was sollten die Konsequenzen sein, die nun aus den Vorfällen an Silvester gezogen werden sollten? Sowohl politisch als auch vielleicht auch gesellschaftlich. Also einerseits finde ich es wichtig, in dem medialen Diskurs, der gerade stattfindet, zu differenzieren zwischen dem Problem des Sexismus, was zweifelsfrei ein großes Problem unserer Gesellschaft ist und was endlich jetzt auch mal besprochen wird. Und auf der anderen Seite, wie wird darauf reagiert und reproduziert sich in diesem Mediendiskurs nicht gerade massiv auch rassistische Perspektive, die es eben auch in unserer Gesellschaft weit verbreitet gibt. Statt daraus den Schluss zu ziehen, wir brauchen hier mehr Aufrüstung von Polizei, mehr Überwachung und eine schärfere Militarisierung der Außengrenzen und eine Verschärfung des Asylrechts, tatsächlich zu versuchen, dass einerseits sexistische und rassistische Strukturen bei uns bekämpft werden und dadurch tatsächlich Menschen eine Chance bekommen, die nach hier kommen. Weil letztlich geht es um Menschenrechte. Und da können wir uns nicht einfach rausschleichen durch die Hintertür, indem wir sagen, okay, wir schieben jetzt stärker ab, wir werden restriktiver, wir setzen auf eine Abschottungs- und Abschreckungspolitik. Weil das genau diesen Grundsätzen, die wir eigentlich für so wichtig halten und die ich persönlich auch für ganz zentral halte, dass Menschen hier leben können, die woanders nicht leben könnten, dass das möglich ist und auch möglich bleibt.